herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Das ist heute ein bisschen provisorisch alles. Ihr seht zum Beispiel hinter uns unnormal riesige Schatten. Ja, wir sind in unserer neuen Wohnung und haben ja auch noch kein richtiges Licht und alles, aber wir wollten jetzt einfach gerne ein Video für euch drehen und haben uns heute was vielleicht ein bisschen Ekelhaftes überlegt. Mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, es wird unterhaltsam. Wir machen eine, heißt das Marshmallow Challenge? Ich denke. Ja. Wir haben hier so, das ist eigentlich hier eher so Speckzeug, aber das sind ja die Marshmallows, verschiedene Größe und Formen. Und wir haben uns ein paar schöne Worte rausgesucht, die vielleicht nicht so leicht auszusprechen sind. Auch, die blenden wir auch ein. Ja, genau. Ja, die auch ohne Marshmallow im Mund vielleicht ein bisschen schwierig sind. Und dann gucken wir mal, wer mehr Marshmallows im Mund bekommt und wer dann noch am besten reden kann. Würde ich sagen, was ist das erste Wort? Die sind da Schwierigkeiten nachgeordnet, die ich vorhin rausgesucht hatte. Ach so, das ist Brötchen. Brötchen. Hm. Das würde ich fast machen, wenn viele Marshmallows im Mund sind. Obwohl, wir können ja mal anfangen. Nicht kaum. Brötchen. Wie schon. Brötchen. Ja. Aber muss ich gleich rein? Ja, ja. Brötchen. Brötchen. Bald. Wir machen noch eins mehr und dann sagen wir noch weitere Wörter. Also noch eins. Semmel. Das ist zu leicht. Okay, Brötchen. Das nächste Wort? Rührei. Wir hätten Rührei im Angebot. Noch mehr. Ja, wir lösen das auf. Müssen wir schneller machen. Rührei. Noch ein Wort. Mietchen. Das ist echt ekelhaft. Die Brühe kannst du auch runterschlucken, oder? Mhm. Siehst du das Silberende? Du bist dran. Also, ja, da. Ich mag gar nicht trotte Worte. Das nächste Wort, jetzt geht's ja eigentlich, ist
Schleswig-Holstein. Das ist halt auch so lustig. Du bist dran. Schleswig-Holstein. Auf einen Sprung. Jetzt fangen wir nochmal mit den Wörtern von Schott. Was für ein Ding? Brötchen. Ah. Nein, wie wir aussehen. Der ganze Matsch. Das macht doch nicht mehr. Was ist das nächste? Ja, ich habe jetzt wieder nur die Backen voll, ne? Wollen wir erstmal runterschlucken? Mhm. Aber wie kleckert. Und dann nochmal ganz voll stopfen. Und zählen, wer mehr schafft. Und dann. Man muss dazu sagen, sie hat im Laden gesagt, reicht denn eine Tüte. Das heißt, sie geht davon aus, dass sie eine halbe Tüte machen wird und bekommt. Das ist noch da. Aber ich war echt froh, dass wir das überhaupt gefunden haben. Weil die haben Marshmallows. Scheinbar nicht immer im Angebot und da sind ja nicht mehr Marshmallows. So. Auf geht's. Ekelhaft. Mach noch eine Stopfrunde. Ich freue mich auf 555. Was habe ich noch? Streichholzschächtel. Da klebt das Marshmallow da vorne an der Wand. Okay. Jetzt geht's um die Wette. Was ist denn hier unten noch? Gaumenschmaus. Abschleppwagen. Steht da Liebeskugel? Nee, Liebräuge. Oh. Ich habe unten Marshmallow. Okay, jetzt nimmt sich jeder und zählt laut und wir. Und. Achso, das Zählen wird auch schon lustig. Eins. Zwei. Nee. Zwei. Was war das ein kleiner? Ja. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Sieben. Was war das? Fünf. Ja, das war einer. Nein. Irgendwie so eine. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Fünf. Spuck dir ja auf. Also sieben. Und sechs ist fünf. Ich muss mich ausbucken.
Hm? Was? Hm? Du. Ich hab gewonnen. Deine Brotbrühe stinkt so ekelhaft nach Schinken oder so. Aber ich muss sagen, meine sehen noch schöner aus. Weil sonst sollen die jetzt hier irgendwer wissen, welche Essen sind. Das ist jetzt wiederum eklig. Also irgendwie hat das nicht so ganz so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt hatten. Isst du überhaupt sowas eigentlich? Einzeln, ja. Und dann mal zwei, drei oder so. Das mit den Bäh, schön mein Stativ klebt. Hm. Hilfe. Das mit den Wörtern können wir bestimmt nochmal mit richtigen Marshmallows machen. Nee. Wieso? Die sind nicht so eklig. Oh, nicht so speckig. Aber da müssen wir uns nochmal mehr Mühe geben. Irgendwann, wenn wir mal hungrig sind oder so, holen wir uns so eine Tüte. Mhm. Probieren das nochmal. Was kann man das noch machen? Schnitzel. Also es ist nicht ganz so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ich glaube, wir hatten auf jeden Fall ganz schön Spaß. Und also ich weiß nicht, man sieht es wegen der Überbelichtung, glaube ich nicht, aber ich habe die ganze Zeit geweint. Also ich habe überall Tränenspuren noch vom Lachen. Ja, das war jetzt natürlich alles sehr unprofessionell und ja, provisorisch gehalten und so weiter, aber ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen und euch hat es trotzdem ein bisschen unterhalten. Ja, aber beim nächsten Video, was wir drehen werden, ist die Wohnung eingeräumt und dann ist es auch alles ein bisschen schöner, ein bisschen ordentlicher, wir haben besseres Licht und ja, vielleicht versuchen wir das später nochmal, das Ganze so, wie es eigentlich gedacht war, mit den Wörtern und mit solchen richtigen, dicken, fetten Marshmallows. Und ja, dann bis zum nächsten Video.